Leuchtenband hinten, Wassereintritt. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Hier, hier und hier. Das ist wirklich mit das Schlechteste, was ich bisher gesehen habe. Q-Check Airways U5. Ja, wir sind direkt bei ATU, dem offiziellen Servicepartner von Airways, und dürfen die Garage nutzen, um uns mal den Airways im Detail anzusehen. Wie gut steht er tatsächlich da? Der Chinese, den es zum Preis eines deutschen Mittelklassefahrzeuges schon gibt. 64 Kilowattstunden Akku und ja, qualitativ. Das interessiert uns jetzt alle. Wie gut ist er tatsächlich oder wird es ein komplettes Desaster geben? Seid gespannt, es geht los. Wie immer im Q-Check laufe ich im Uhrzeigersinn um das Fahrzeug herum, beginne hier vorne, laufe einmal rum, wir gucken das Äußere an, danach gehe ich noch einmal rum, öffne Türen und Klappen, um da zu gucken, ob ich da was finde. Erst danach geht es in den Innenraum und danach zeige ich euch dann die Themen, beziehungsweise heute machen wir es vielleicht auch ein bisschen anders. Den ersten Punkt, den habe ich hier schon gesehen, einfach weil ich hier günstig gerade im Licht stehe und so weiter. Das Fahrzeug hat hier vorne im Bereich hier, hier und hier sogenannte Polierstellen. Das kann sein, dass hier irgendein Lackeinschluss war, den haben sie rausgeschliffen und danach auspoliert und das haben sie nicht gut gemacht. Da kann ich auch mit dem Finger jetzt lang reiben und so weiter, den bekommt man nicht raus. Das ist definitiv ein Punkt der Kategorie 3, Polierstellen Haube. So, hier ist die Ladeklappe mit dem CCS-Anschluss. Der ist beim Airways ja nicht vertikal, sondern horizontal ausgerichtet. Kann man so machen, aber das ist jetzt nicht irgendwie, wo man jetzt in irgendeiner Form was sagen könnte. Ansonsten haben wir hier halt keine wirklichen Fugen in diesem Bereich, wo man jetzt in irgendeiner Form was sieht. Auch der Übergang vom Kotflügel in die Haube, der ist gleichmäßig hier im Übergang. Die Haube steht minimal unter, das tut sie aber komplett in dem ganzen Bereich. Das passt definitiv soweit. Vor allem ist es synchron rechts zu links. Auch hier auf der rechten Seite steht die Haube im Bereich etwas unter. Ich gucke mir jetzt die Fuge an. Vorderkotflügel zur Tür. Die ist eigentlich sehr symmetrisch, bis auf, und das zeige ich euch jetzt, und das ist für mich auch Kategorie 3. Das ist nicht schön. Der Airways, der hat hier im unteren Bereich diesen ja, angedeuteten Steinschlagschutz, wie man auch immer das nennen möchte. Und hier ist definitiv ein deutlicher Unterstand von, ich schätze mal, 2-3 mm. Da, das geht besser. Das würde ich mir gleich nochmal auf der anderen Seite angucken. Aber das finde ich gerade nicht so schön. 2,5 mm ist somit eigentlich sogar, wenn es auf der anderen Seite nicht auch so auftaucht, in Kategorie 2 wert. Aber da möchte ich erstmal wissen, ob das nicht vielleicht ein Serienthema ist und gar nicht besser geht. Türschließkräfte. Schließt einwandfrei. Hier oben auch der Übergang von der Vordertür zur Hintertür ist gut. Hier oben ist dieser Z-Übergang, also Z ist die Höhe. Da sieht man, dass die genau gleich hoch eingestellt sind. Sieht man dann auch ganz gut bei der sogenannten E-Linie hier, die Zierleiste hier. Da steht er auch sehr gut im Z. Und dieser schuppige Aufbau, die Tür sollte höher als der Teil stehen. Das haben wir hier definitiv auch. Zieht sie nach hinten weiter. Auch hier haben wir einen guten schuppigen Aufbau. Die Tür steht über dem hinteren Seitenteil. So soll das eigentlich sein. Und auch der Übergang hier oben an der D-Säule zum Spoiler
Das ist gut. Wir haben hier eingeschwärztes Kunststoff und das ist echt empfindlich. Das haben wir vorne in dem Bereich auch schon, aber hier sind auch schon Kratzer drauf. So, Übergang Rückleuchten zum Seitenteil. Gleichmäßig, hier gleichmäßig auf jeden Fall. Und hier haben wir eine feuchte Rückleuchte. Also, im Leuchtenband hinten ist Wassereintritt drin. Das ist viel. Da würde ich auch Kategorie 2 machen. Das ist jetzt nicht wenig. Und der Wagen, der steht hier schon länger in der beheizten Halle. Und das ist nicht rausgegangen. Also, das ist echt nicht wenig. Was man immer mal gucken sollte bei seinem Fahrzeug, ist egal, ob es jetzt Tesla ist oder ob es ein VW ist oder irgendwas anderes, die sogenannte Königsfuge. Die Königsfuge, damit ist gemeint die Einpassung der ganzen Rückwandtür zu den Seitenteilen rechts und links. Da entsteht ja hier unweigerlich eine Fuge auf beiden Seiten und das ist die sogenannte Königsfuge, weil wenn ihr in einem Auto hinter einem anderen Auto steht, worauf guckt ihr? Ihr seht genau hinten diese beiden Fugen bei einem hellen Auto noch viel, viel mehr als jetzt bei dem grauen A-Ways hier. Aber wenn da jetzt rechts 5 mm sind, links 3 mm oder so, glaubt mir, das hört sich wenig an, aber das sieht man sofort. Hier sieht es gut aus. Ich messe trotzdem mal eben, wo wir da stehen. Also hier klemmt er. 3,5 klemmt hier. Hier geht 3,5 gut rein. 4 geht hier nicht rein. Habe ich hier nämlich gehabt. 4 geht nicht rein oder klemmt. Unten nicht. Unten geht 3,5. Auf der Seite hier kriege ich die 3,5 auf keinen Fall rein. Oben hier 3,5 geht hier rein. Wird unten ein bisschen enger. Ich tippe auf 2,5. Ja, 2,5. Das heißt, ich habe hier einen Versatz von 2,5 zu. Was habe ich denn jetzt hier? 3,5. Ja, das ist jetzt 2,5 zu 3,5. 1 mm Versatz. Wenn man dann nochmal oben aufs Dach guckt, wo das Dach zum Spoiler übergeht, da muss man jetzt nochmal raufgucken. Da haben wir jetzt hier, ist der Spoiler ein bisschen im Überstand. Also hier auf der Stelle. Hier im Unterstand, da werde ich jetzt mal gucken, wie viel wir da haben. Das sieht man gleich von hinten ganz gut. Das gucke ich mir jetzt einmal an. Okay, also der Dachspoiler hat hier einen deutlichen Unterstand. So soll das eigentlich auch sein. Ich tippe mal so auf, mal gucken. Ja, das heißt, ich lege meine Fühlerlehre drauf. 2,5 mm Unterstand. Und wir haben dann auf dieser Seite, da brauche ich eigentlich gar nicht zu messen. Das sieht tatsächlich aus, als wenn es komplett auf einer Höhe ist. Dann nehme ich ganz gerne die Fühlerlehre immer und lege die dann so drauf und dann sieht man eigentlich, da ist gar nichts. Also das ist nicht mal ein Millimeter im Übergang. Gehen wir weiter zum linken Seite des Fahrzeuges, hier Übergang zu den Rückleuchten und auch bei den Heckleuchten selber hier dieser Unterstand wieder. Ich gucke mir das mal eben ganz kurz mal. Ja, ist komplett identisch und auch der schuppige Aufbau vom Seitenteil in den Stoßfänger hier sehr schön ausgeführt und das merke ich hier auch, das könnt ihr wirklich in den Fingerspitzen. Ihr lasst die Fingerspitze einfach drüber gleiten und merkt dann, ihr fallt wie so ein bisschen runter. Ihr merkt, dass die vor dem Seitenteil steht. Guckt mir wieder die Zierleisten hier an. Im Übergang hier. Empfindliches Schwarz haben wir auch auf der Seite. Haben hier auch schon einen dicken Kratzer drin. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Fahrzeug mit so einem Kratzer ausgeliefert wurde. Das würde ich jetzt nicht irgendwie Airbags zu Schulden lassen kommen. Guckt dann wieder den Spaltverlauf der Türen, das Lieblingsthema der Deutschen an. Spaltverläufe, Spaltmaßfetischisten. Aber das sieht hier komplett gleichmäßig aus. Und ich habe es euch eben eingangs gesagt, jetzt unten bei diesen Schutzbrettern gucke ich mir jetzt nochmal hier mal den Versatz an. Und das ist das, was ich sagte. Hier haben wir diesen Versatz nicht. Also auf der einen Seite hat man 2,5 mm Unterstand. Der ist definitiv hier nicht vorhanden. Der ist hier auf einer Höhe. Der ganze Spaltverlauf bis zu dieser Schutzleiste, der ist hier gleichmäßig. Hier haben wir genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Er steht ein bisschen weiter unter. Das heißt, als wenn der hier ein bisschen zu kurz ausgeführt ist. Aber das ist komplett identisch zur rechten Seite. Die linke Seite, wie gesagt,
sieht aber in Summe hier tatsächlich besser aus. Insofern lassen wir das Thema auch, so wie ich es gesagt habe, mache aber aus dem ursprünglichen Dreier, weil ich dachte, das ist rechts, links gleich, ein Zweier, weil 2,5 mm ist doch schon jede Menge. Hier macht man das sich übrigens auch einfach, ne? Man lässt einfach die Haube über der A-Säule enden und hat somit hier überhaupt kein Problem mit irgendeinem Spalt oder Fugenbild hier, was vielleicht unharmonisch aussehen könnte, wenn man von einer gewissen Position kommt. Achtet da mal zum Beispiel bei einer Mercedes drauf. Die versuchen immer, die A-Säule so mit der Haube in eins übergehen zu lassen. Und je nachdem, wie man guckt, sieht das dann breiter und dünner werdend aus. Das hat man hier gar nicht. Bei Mercedes ist tatsächlich, wenn ihr dann korrekt messt, seht ihr auch, dass das alles richtig ist. Aber es ist eine optische Täuschung, sieht manchmal dann ganz wild aus. Gucken wir uns jetzt mal die Türen und Klappen an. Ich gehe so rum, wir öffnen den Frunk zuletzt und fangen mit der Beifahrertür an. Habt ihr das gehört? Nochmal? Boah. Also, da haben sie ordentlich Dämmmaterial in die Tür gebaut, das kann ich euch sagen. Das Türschließgeräusch, das ist ja schon fast Mercedes-like. Wahnsinn. Okay, was machen wir hier? Ich gucke mir die Tür in Summe an. Dazu gehört natürlich hier diese umlaufende Dichtung hier. Und mein Lieblingsthema natürlich ist immer, habe ich hier irgendwo irgendwelche PVC-Blasen und so weiter. Dazu gucke ich diese Linie an. Das sind diese ganz kleinen hier. Hier. Aber das ist, wie sei so schön, einmal ist keinmal. Also das ist auch keine wirkliche PVC-Blase. Ansonsten handwerklich hier echt gut umgesetzt. Ich gucke mir dann immer mal ganz gerne, dazu mache ich mal eben Licht, damit das die Kamera sieht, ganz gerne hier diese Kabeldurchführung an. Die Kabeldurchführung ist natürlich wichtig, weil hierfür die ganze Elektronik aus der Tür ins Auto geht und da darf natürlich kein Wasser hin. Das heißt, ich gucke mir an, wie sitzt diese Kabeldurchführung im Fahrzeug. Das sieht aber auch gut aus. Guck mir dann gleich nochmal die Scharniere an. Sind die Scharniere irgendwie angedengelt, angemackelt oder so weiter? Aber auch das ist hier nicht der Fall. Das hatten wir auch schon bei anderen Fahrzeugen. Ja, unten eine große Dichtung, damit hier kein Schmutz in den Innenraum kommt. Umlaufendes Türdichtgummi. Das sieht alles handwerklich sehr gut aus und sonst auch von der Umsetzung in der Tür. Bin ich da jetzt wirklich mal eben beeindruckt. Also ich gehe jetzt nicht auf das Haptische ein, also das ist aber tatsächlich auch hinterschäumt, hier ein bisschen hart, aber das ist top. Das ist echt gut. So, wenn ich hier schon mal drin bin, gucke ich mir auch hier immer dieses umlaufende Gummi an, was hier die Tür, den Türrahmen anliegt. Aber auch das ist sauber eingepasst hier. Da lässt sich absolut nichts sagen. Kann dann von hier aus gleich gut auf das Scharnier gucken hier. Hier mal ein Lackabplatzer am Scharnier, so wie es aussieht. Würde ich nochmal als kleinen Punkt aufnehmen jetzt. Aber so, gut. Sonst Tür vorne rechts gut, Lackabplatzer hinten am Scharnier. Piep, piep, piep. Das heißt, die Rückwandtür öffnet sich und wir gucken mal hier, wie es da aussieht. Also wir haben hier einige kleine PVC-Blasen. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Gibt einen kleinen Eintrag meiner Meinung nach. Also ich finde sie halt nicht schön, ne? Das wisst ihr. Das ist aber mein Thema so ein bisschen. Die sind absolut nicht schädlich fürs Auto. Es ist einfach unhübsch, aber das können viele nicht. Also das perfekte Auto da in der Hinsicht gibt es nicht. Gucken wir jetzt hier auch mal eben das Gummi an, wie das verlegt ist. Das ist ein bisschen schwieriger bei diesen Gummis, weil eben diese Gummis über mehrere Kanten auch laufen. Das heißt, sie laufen jetzt hier lang, hier machen sie einen anderen Richtungswechsel, laufen hier oben lang, machen hier wieder einen Richtungswechsel. Hat hier so einen ganz leichten Tendenz zu einer Tasche. Macht es aber nicht, also schraube ich gar nichts auf, aber das merkt man, wenn man so ein bisschen hier so rüber streicht, auch sehr gut ausgeführt. Bei den Scharnieren sind keine Kratzer dran, das heißt, die Rückwandtür, die wurde hier nicht nochmal gelöst und wieder
festgemacht. Guck gerade mal unten auf den, das ist nur ein bisschen Dreck drauf. So, was man dann jetzt guckt, also was ich dann immer gucke, ist die seitliche Abdeckung also von so einem Leuchtenband. Die ist aber auch sauber hier eingepasst. Dann haben wir hier diese PVC-Naht hier, die auch total sauber ist. Hinten schön ausläuft, hier wieder beginnt. Einmal umlaufend hier natürlich den ganzen Blechfalz schützt. Hier wieder ausläuft und hier wiederum beginnt. Absolut saubere Ausführung. Da gibt es gar nichts zu meckern. Das haben die echt gut gemacht. Also da könnt ihr bei eurem Auto einfach mal gucken, wenn euch das interessiert. Das machen viele sehr viel schlechter. Ja, auch erstmal das Gummi wieder. Wie sitzt das Gummi? Wie passt das hier alles sauber? Dabei gucke ich mir gleichzeitig nochmal die PVC-Naht hier wieder an. Auch hier keine Blase. Keine PVC-Blase. Ich weiß, ganz viele sagen immer, dass es eigentlich völlig egal ist, diese PVC-Blase, aber ich finde sie nicht hübsch und es so ein Auto hier zeigt ja auch einfach, dass es machbar ist. Alter, hört ihr das? Ich weiß gar nicht, ob man das so hört. Ich bin mit meinem Mikro jetzt direkt daneben. Das ist richtig satt. Der Besitzer sagte mir, dass die Tür ein bisschen schlecht schließt, aber Moment, ist auch kein Fenster auf oder so. Das ist gar nicht so schlecht, also das würde ich gar nicht... Die schließt gut. Okay. Und auch hier gucken wir uns mal eben die ganze Verarbeitung an, das Gummi hier drin sitzt. Auch die Türrahmendichtung hier. Super. Richtig schön. Wo es nichts gibt, da gibt es nichts. Jetzt haben wir eben auf die Scharniere hier geguckt. Sauber. Da, wo auf der anderen Seite eine kleine Macke war, die haben wir hier nicht. Also kein Serienfehler oder sowas. Und dann gucke ich hier nochmal wieder auf die Kabeldurchführung. Gucke hier auf die Scharniere. Aber definitiv gibt es da nichts zu beanstanden. Das ist alles sauber eingepasst, sauber umgesetzt. Da sind viele europäische Fahrzeuge deutlich schlechter, die das nicht so gut können. So, ihr habt das Klicken vielleicht gehört. Es geht vorne zur Frunkhaube. Tatsächlich hat der... Jetzt hat die Tür gerade nicht gut geschlossen. Geht aber. So, der Airways U5 hat einen Frunk. Er ist nicht groß, aber er hat einen. Und somit einfach mal ein Kreuz auf der... Sowas muss ein Elektroauto haben, Liste. Und Gasdruckdämpfer. So, was sehen wir hier? In erster Linie sehen wir hier natürlich die große Plastikabdeckung hier mit dem kleinen Frunk für zum Beispiel die Ladetasche jetzt hier, finde ich total gut. Reicht völlig aus, braucht man nicht mehr. Und dann haben wir hier das erste Thema, das seht ihr hier, das löst sich hier tatsächlich auch schon auf. Das ist ein bekanntes Airways-Thema. Und zwar ist das hier ein Schaumstoff hier. Das seht ihr, wenn ich hier reindrücke. Und das fühle ich jetzt auch, der saugt sich richtig mit Wasser voll. Und wenn es jetzt friert, dann, das sehen wir gleich auf der anderen Seite, zeige ich euch mal eben, kann es passieren, dass eben die Haube auf diesem Schaumstoff sich festgefriert. Und man hat dementsprechend hier so Ablösungen. Also das, was ihr hier seht, diese Ablösung, das Auto, das ist aus dem Januar. Der hat jetzt echt wenig gefahren bisher. Noch keine 1000 Kilometer, meine ich. Und das löst sich hier schon ab. Wir hatten jetzt einen harten Winter, den sind wir sonst nicht so gewohnt. Das ist aber ein Thema, das ist bei Airways bekannt, das ist in den Foren bekannt. Und da kommt auch eine Abhilfe. Das heißt, es wird natürlich ausgetauscht. Ist also eine Garantiegeschichte, das Ganze. Und dann wird es imprägniert, sodass es sich eben nicht so mit Wasser vollsaugen kann. Also wenn man das hier drückt, das ist tatsächlich auch richtig. Ihr seht, ich habe hier auch was an den Fingern jetzt dran. Das löst sich hier ab und alles. Ja. Dann guckt man natürlich auch hier wieder die PVC-Naht über den Falz der Bleche von der Motorhaube. Hier vorne ist eine Gummidichtung drin. Und aber auch hier. Da ist wirklich gar nichts zu finden. Da ist keine PVC-Blase, nichts. Also das habe ich ja schon bei den Model 3 aus China gesagt.
technisch sind die Chinesen ganz schön weit vorne dabei. Ganz im Ernst, das ist alles gut. Dass sowas jetzt hier nicht lackiert ist, ist völlig egal. Wenn das lackiert ist, dann seht ihr nur zum Beispiel im Fall einer Zoe, wo das lackiert ist, dass das in kürzester Zeit dann hier sich den ganzen Lack aufhaut, weil natürlich er immer wieder in das Fangschloss hier reinfällt. Und was auch nicht kritisch ist, das ist, wenn ich hier so durchgucke, da unten ist es natürlich nicht lackiert. Man kann auch hier hinten reingucken, das ist nicht lackiert, aber die ganze Haube ist ja beschichtet. Aber viele meckern ja rum, dass die Hauben nicht voll lackiert sind, zum Beispiel auch bei den ID3s. Das heißt, hier wurde so lackiert und dementsprechend sind diese Rippen davor und da drinnen ist dann nichts lackiert. Und korrosionstechnisch überhaupt auch gar kein Problem. Gucken wir uns jetzt den Innenraum an und bevor ich hiermit anfange, möchte ich euch mal eben ein bisschen was zeigen, was mich so ein bisschen beeindruckt hat hier an diesem ganzen Fahrzeug. Zum Beispiel die Dachbedieneinheit hier, das Leuchten. Das sind alle Sensortasten. Also was die hier reinstecken, auch im unteren Bereich hier gibt es ein Ablagefach. Hier seht ihr die ganze Einstellung eigentlich für Klima, Heckscheibenheizung und so weiter, das seht ihr hier. Aber das Ganze ist auch ein Ablagefach. Also ich finde das fantastisch. Und hier unter haben wir dann einen Anschluss USB, 12 Volt. Und das Zeichen hier, das sieht man jetzt auf der Kamera nicht. Das heißt, die ganze Ablage hier ist auch noch induktiv. Ihr könnt damit euer Telefon also auch induktiv laden. Soll aber gar keine Fahrzeugvorstellung werden, sondern wir gucken uns jetzt hier mal eben die ganze Qualität an im Fahrzeug. Und ja, Lenkrad erinnert mich vom Gefühl her, vom Leder hier so ein bisschen an Hyundai Ioniq, so ein bisschen dünnes Leder. Wo ich mir ein bisschen Gedanken mache ist, und da weiß ich jetzt nicht, ob die Kamera das drauf kriegt. Das ist ein Wassertropfen. Und das ist auch ein Wassertropfen. Und hier sind Wassertropfen nach unten gelaufen. In den Bereich, ganz unten da. Und wir haben da oben in der Ecke auch noch einen Wassertropfen. Das heißt, irgendwo läuft Wasser übers Dach an der Innenscheibe entlang. Und das ist schon durchaus etwas, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Da muss man echt mal gucken, weil normalerweise ist, das wird hier nicht anders sein, die Frontscheibe verklebt. Komplett verklebt. Einmal rundherum verklebt. Ich frage mich, wie da Wasser langkommt. Das heißt, es muss ja schon vorher kommen. Also aus diesem Bereich. Sprich, übers Dach. Wir haben hier ein Schiebedach drin, dass es von oben übers Schiebedach unter die Scheibe läuft und dann. Aber ich bin jetzt hier nicht kein Problemlöser. Ich bin jetzt hier, um euch zu zeigen, dass das eventuell ein bisschen kritisch ist. Die Tropfen, die könnten jetzt natürlich Kondenswasser sein. Aber im ersten Ansatz müsste ich dann die Frage stellen, woher soll dieses Kondenswasser kommen? Und es ist für mein Empfinden zu viel. Also da Tropfen, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tropfen. Man sieht, die sind auch hier innen an der Scheibe langgelaufen. Ich glaube nicht, dass es Kondenswasser ist. Aber da ich es nicht genau weiß, gehe ich hier auf der Kategorie 2 und nicht auf der Kategorie 1. Ansonsten Passungen hier im Übergang A-Säule zum Dachhimmel. Ja, es ist ein solider Übergang. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie. Man schiebt den Dachhimmel hier in die A-Säule und dann hat man hier so ein Thema Radien und so weiter. Aber der Radius hier, der ist nicht ganz so wie das beim Dach. Aber das ist bei beiden Seiten so. Nichts, wo ich jetzt sage, das geht gar nicht. So, hier ist noch die Folie über der Lampe, weil das Fahrzeug ist wirklich neu. Funktioniert aber alles, Lampe geht an. So, Display, hier ist auch noch die Folie auf dem Display drauf. Passung eingepasst. Das ist auch von. Das Gefühl, wie man die aufmacht, das ist schon angenehm. So, noch ein Thema hier, der Dachhimmel hier. Übergang zur D-Säulenverkleidung hier oben. Das sieht aus, als wenn da ein Hamster dran rumgemerkt hätte. Das ist echt so ein bisschen fransig irgendwie. Das ist nicht schön geschnitten worden. Das sieht auch kein normaler Mensch. Es gibt auch jetzt nur in Kategorie 3, ja, einen Punkt. Aber das ist halt, das gehört für mich zu fairer Qualität einfach dazu.
gucken wir uns jetzt mal ein Thema an, was mich hier so ein bisschen betrübt hat. Das hat leider für mich was mit dem Thema Geld natürlich zu tun. Das ist das Lederthema, Sitze. Das Fahrzeug hat jetzt wirklich nicht viel runter, 479 Kilometer, also unter 500 Kilometer. Und seht ihr die Sitzwangen hier? Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal aus Nahaufnahme. Das wirkt schon fast, als wenn es hier oben Risse gibt. Also das Leder ist total faltig, hier auch komplett faltig, hier oben. Von hier, das seht ihr nicht, das zeige ich euch gleich auch nochmal in der Einzelaufnahme. Total genarbt und hier, es sieht aus wie ein Schnitt oder so. Also das gefällt mir gar nicht. Also optisch fühlt sich auch nicht gut an. Hier ganz doll faltig, hier auch nochmal. Das ist etwas, da würde ich tatsächlich auch mal sehen, ob man sowas beanstandet oder so. Ist Serienumfang, aber heißt ja nicht, dass man dann so eine Qualität abliefern muss. Also die Sitzqualität, sorry Airways, die Sitzqualität ist mal gar nichts. Das ist wirklich mit das Schlechteste, was ich bisher gesehen habe. Das war's. Innenraum auch erledigt und damit ist der Q-Check des Airways U5 durch. Gucken wir uns mal in der Übersicht an, wie viele Punkte wir haben. Kategorie 1, ja, da habe ich so ein bisschen mit mir gehadert. Sind zum Beispiel die Wassertropfen an der Innenscheibe Kategorie 1 oder nicht? Ich habe es jetzt bei einer 2 gelassen, weil es vielleicht auch Kondenswasser ist. Und die Sitze, da muss jeder selber wissen, ob er damit zurechtkommt. Ich selber würde sie monieren, aber in Gänze habe ich auch dafür eine Kategorie 2 gegeben, sodass wir jetzt in Summe damit wie folgt dastehen. Kategorie 1, also keiner, je nach Ansichtsweise kann man hier auch... könnt ihr das selbst auch für euch entscheiden. Und ich habe die Kategorie 2 siebenmal. Sind also hier schon mal 35 Punkte. Dann kommen noch dreimal die Kategorie 3 dazu. Mit jeweils einem Punkt sind in Summe 38 Punkte. Und somit ist das Ergebnis fix. Ja, habe ich damit jetzt ein Problem? Nein, weil wenn ich jetzt mal die Übersicht einblende, in der ich die ganzen Fahrzeuge aufliste, dann seht ihr, dass der Airways U5 hier auf einer Stufe mit dem hochgelobten Ioniq von Hyundai steht und der ist tatsächlich einer der, ich würde fast sagen, gut verkauften Fahrzeuge hier im Elektrofahrzeugebereich und da hält der Airways auf jeden Fall mit. Preistechnisch tatsächlich auch auf einem ähnlichen Niveau, natürlich viel, viel, viel größer und ja, eigentlich ein guter Kauf. Qualitativ muss man hier ganz einfach sagen, das, was verbaut ist, ist sehr gut verbaut. Haptisch und optisch sind es aber natürlich nicht die besten Materialien. Das ist aber auch bei einem ID.3 so. Ein ID.3 hat viel Hartplastik verbaut, da wurde auch viel drüber gemeckert. Auch natürlich hier der Klavierlack in der Mittelkonsole wie beim ID.3. Das ist einfach etwas, da muss man wissen, ob einem das gefällt oder nicht. Aber die Art und Weise, wie im Airways hier die Qualität verbaut wurde, die ist schon gut. An dieser Stelle möchte ich mich dann noch einmal bei ATU bedanken, dem Servicepartner von Airways, die uns die ganze Halle hier kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Wir haben jetzt dafür kein Geld bekommen, dass wir so einen Q-Check hier mit dem Airways machen, sondern einfach als Servicepartner haben sie sich bereit erklärt, uns das zur Verfügung zu stellen. Also ein großer Dank an ATU. Und da ich ja keine Halle habe hier in Berlin oder eine Garage habe in Berlin, wo ich so einen Q-Check machen könnte, habe ich das natürlich dankbar angenommen. Wenn ihr auch Interesse habt, dass ich euer Auto einmal angucke und ihr habt Platz zu Hause, ihr habt irgendwo eine Möglichkeit, wo wir das machen können, dann meldet euch bei uns. Das ist dann gern gesehen. Ich komme zu euch vor Ort und wir machen einen Q-Check von eurem Fahrzeug. Insofern ich dieses Fahrzeug bisher noch nicht getestet habe. Es bringt nichts, wenn ich die 5. Zoe und den 6. ID.3 checke. Ich bin aber für neue Fahrzeuge jederzeit bereit, auch zu euch rauszukommen, wenn ihr im Berliner Umland wohnt oder direkt in Berlin. Soll es gewesen sein, ihr wisst, was jetzt kommt. Der Daumen hoch, natürlich Kanal abonnieren und dann hoffe ich, dass ich euch demnächst auch wieder hier begrüßen darf, wenn es heißt Q-Check oder andere Themen. Ciao!